Hallo, hallo, hallo. Ihr seid Fashionistas mit Sinn für Zero Waste. Ihr habt Bock auf gutes Design. Ihr habt Lust auf Mode. Ihr wollt stylisch und trendy sein, aber bitte nicht von der Stange und bitte nicht Fast Fashion. Dann seid ihr hier genau richtig in meinem Slow Fashion Kanal. Heute zeige ich euch die neuesten Modelle von Reincarnation Upcycling Fashion. Das sind diesmal Hemden und Kleider aus abgelegten Herrenhemden. Und just have a look. Hello, hello, hello and welcome to the Slow Show. Mein Name ist Anja Heidingsfelder. Ich bin Modedesignerin und Inhaberin von zwei Slow Fashion Brands. Das eine ist Reincarnation, Upcycling Fashion, ein reines Upcycling Label, um das es heute hier in diesem Video geht. Das andere ist Heidingsfelder, ein Fair Fashion Label. Manchmal kombiniere ich auch in diesem Video Heidingsfelder und Reincarnation. Manchmal kreiere ich Styles nicht nur mit meinen eigenen Labels, sondern auch mit Fremdware, Secondhand-Ware, aber alles natürlich Slow Fashion. Heute geht es um die Hemden und Hemdkleider, die neuen Modelle von Reincarnation, die natürlich alle logischerweise Einzelstücke sind, upgecycelt aus abgelegten, pensionierten und vergessenen Herrenoberhemden. Viel Spaß dabei!
That was the show. That was the slow show. Ja, das war's für heute. Das waren die neuen Hemden und Hemdkleider von Reincarnation, upgecycled aus abgelegten, pensionierten Herrenhemden. Unterschiedliche Styles, teilweise kombiniert mit Saruel-Hosen von Reincarnation oder aber mit Stücken von Heidingsfelder. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass man die wirklich komplett unterschiedlich stylen kann. Also man kann die mit Stiefeln anziehen als Kleid, man kann sie als Bluse anziehen, man kann sie gürten. Und sie sind zum Teil, zumindest was die Hemden betrifft, unisex. Das heißt, für Frauen und Männer tragbar, für alle tragbar. Das gilt natürlich auch für die Kleider. Das ist ja mal eine Geschmacksfrage. Gut, ich verlinke alles wieder unten in der Infobox, soweit ich das kann. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, dass von Reincarnation, von jedem Reincarnation-Modell, was ich verkaufe, was wir verkaufen, gehen 3 Euro zu Human Dreams. Das ist eine Organisation, ein Kinderhilfswerk von Nicole Ntava. Die hat mehrere Hilfswerke gegründet, Kinderhäuser gegründet. Und zwar in Indien, in Tansania und jetzt gerade baut sie eins in Namibia auf. Und die unterstütze ich sehr, sehr gerne, weil ich weiß, dass das Geld da ankommt, weil es eine gute Sache ist und weil ich es großartig finde, wie diese Frau sich einsetzt. Und so können wir diesen kompletten Kreislauf vielleicht auch schließen. Wirklich Zero Waste, gutes Styling, gutes Design und trotzdem auch immer wieder was abgeben. Das ist das, was mir sehr am Herzen liegt und was ich großartig finde an Reincarnation. Habe ich ein bisschen mich selber gelobt, aber ja, wir sehen uns nächsten Samstag. Nächsten Samstag gibt es wieder eine neue Folge von der Slow Show. I hope you join it. Ich wünsche euch eine super coole Woche, eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche. Lasst den Kopf nicht hängen, habt Spaß und macht das Beste draus. And be good. Ciao.